Liebe MitstreiterInnen, der Hambacher Wald braucht uns. Diese Tage sind mehrere tausend PolizistInnen aus dem ganzen Land im und um den Hambacher Wald im Einsatz. Sie räumen die Waldbesetzung, die Baumhäuser werden zerstört, die ersten Bäume sind gefallen und weitere werden folgen, damit schweres Gerät und Fahrzeuge in den Wald eindringen können. Den lächerlichen offiziellen Grund für die Räumung, es bestehe kein ausreichender Brandschutz, erkennen wir als vorgeschoben an. Die Polizei beginnt, was RWE ab dem 15. Oktober fortführen will. Die Vernichtung des Hambacher Waldes. Die Landesregierung macht sich damit zum Erfüllungsgehilfen des Energiekonzerns RWE. Sie missbraucht Polizeikräfte, um die finanziellen Interessen RWEs auf Kosten unserer Gesundheit, des Klimas und der Zukunft durchzusetzen. 2015 verpflichtete sich Deutschland zu dem Pariser Klimaabkommen und somit dem globalen 2-Grad-Ziel. Die Fortführung und Unterstützung von Braunkohleabbau und Verstromung entsprechen einem Brechen dieser Verpflichtung. Das Festhalten am 40 Jahre alten Beschluss für den Tagebau Hambach ist klimapolitischer Wahnsinn. Selbst wirtschafts- und energiepolitisch ist es unsinnig. Landes- und Bundesregierung zeigen uns, dass sie die globale Klimakrise und ihre Folgen nicht ernst nehmen, dass sie den Profit einzelner Konzerne über das Wohlergehen aller stellen. Während sich die Kohlekommission auf einen Ausstieg einigen soll, werden hier Fakten geschaffen, die die Lage eskalieren. Die Braunkohle hat keine Zukunft. Wir schon. Wir dürfen uns jetzt weder einschüchtern noch zu unbedachtem Handeln hinreißen lassen. Unser gewaltfreier und standhafter Protest ist dringend geboten. Wir alle sind aufgerufen, jetzt Position zu beziehen. Der Hitzesommer war erst der Anfang. Wollen wir die gefährlichen Kipppunkte des Klimas, die Erde und Menschenleben bedrohen, verhindern, so stehen wir als Menschheit großen Herausforderungen gegenüber. Dafür, liebe PolitikerInnen, dass auch unsere Ururenkel noch einen lebensfähigen Planeten vorfinden, seid ihr gewählt worden. Dafür seid ihr in der Verantwortung. Eine Politik und eine Polizei, die sich für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung einsetzt, sieht anders aus. Für die Zukunft unserer Erde mit all ihren Lebewesen sind wir alle, die wir in dieser Zeit leben, in der Verantwortung. Seid die Generation, die handelt. Es ist noch nicht zu spät. Lasst uns unsere Verantwortung wahrnehmen und jetzt aufstehen und das Richtige tun. Für dieses entschlossene Aufstehen, für den Wunsch zu tun, was dringend getan werden muss, ist der Hambacher Wald ein lebendiges Symbol geworden. Wir, die BUND-Jugend NRW, stellen uns der Rodung des Hambacher Waldes entschlossen entgegen. Wir bekunden Solidarität mit allen Menschen, die sich friedlich gegen die Braunkohle und RWE stellen und für eine gerechte, zukunftsfähige Welt einstehen. Wir fordern den Stopp der Räumung der Waldbesetzung. Wir fordern den Stopp der Rodung des Waldes. Wir fordern den Ausstieg aus dem schmutzigen Geschäft mit der Kohle. Jetzt! Kündigt eure Verträge bei RWE. Kommt zu den Demonstrationen. Informiert euch, vernetzt euch. Seid laut, bunt und liebevoll. Hambi bleibt. Wir lassen uns unsere Zukunft nicht abholzen. Der Vorstand der BUND-Jugend NRW.